In diesem Video geht es um eine App, die Kerzen auspusten kann. Wie das funktioniert, beziehungsweise die Physik dahinter, gibt's in diesem Video. Das hier ist eine App, die ich vermutlich nie brauchen werde. Warum habe ich sie also gekauft? Ja, das Ding ist, das verspricht, dass man damit Kerzen auspusten kann. Daher die Kerze, die Streichhölzer, um die Kerze anzumachen. Beziehungsweise die Streichhölzer, die haben hier den Vorteil, die rauchen ziemlich heftig beim Anzünden und vielleicht kann man da irgendwie was sichtbar machen. Das ist im Prinzip der Grund, warum das hier alles so liegt. Ich bin halt elendig neugierig, weil der Gag an der ganzen Geschichte ist ja, so ein Handy hat ja keinen aktiven Lüfter drin, da ist kein Lüfter. Da ist ja so ein RISC-Prozessor drin, der ja so effektiv ist, dass er relativ wenig Wärme produziert. Daher braucht man das, reicht halt das Gehäuse völlig aus für die Kühlung. Also man braucht keinen Lüfter. So, jetzt verspricht das Ding aber, Kerzen auszupusten. Das heißt, hier muss jetzt irgendwo Luft rauskommen. Anders funktioniert es ja nicht. Und naja, wir gucken erstmal, ob es überhaupt funktioniert und dann gucken wir mal weiter. Also. Was brauchen wir dazu? Natürlich eine Kerze. So, und Kerze an. Und gleich mal. Aha, macht jede Menge Krach und der Rauch wird tatsächlich weggepustet. Gucken wir mal. Okay, das war eine Überraschung. Ich habe natürlich vorher die Kommentare gelesen und da stand natürlich drin, ja, funktioniert super, aber dass es so gut funktioniert. Also man hat deutlich gesehen, der Rauch vom Streichholz, ich hoffe, man sieht es am Video dann auch, wurde weggepustet, die Kerze wurde ausgepustet, funktioniert. Jetzt ist die spannende Frage, wie? Und natürlich habe ich mir da schon jede Menge Gedanken drüber gemacht. Und als ich mir die Haare gewöhnt habe, habe ich tatsächlich eine Idee gehabt. Und deswegen gucken wir uns jetzt einen Föhn an. Das da ist ein Lautsprecher. Ein Lautsprecher hat eine Membran. Und diese Membran, die wackelt beziehungsweise schwingt vorwärts und rückwärts. Dieser Lautsprecher hat etwas mit diesem Föhn gemeinsam. Wenn die Membran von dem Lautsprecher, sagen wir, in diese Richtung sich bewegt, saugt sie Luft an. Wenn sie sich in diese Richtung bewegt, pustet sie Luft raus. Das heißt, die Luft, die hier angesaugt wird, ist auch gleich der Luft, die weggepustet wird. Und das ist eigentlich erstaunlich, weil man hat es an dem Rauch gesehen, aber auch an der Kerzenflamme, die ist ja praktisch von dem Handy weg, also von dem Lautsprecher weg. Das heißt, irgendwie hat man es geschafft, dass der Lautsprecher scheinbar mehr Luft ausstößt als ansaugt. Was aber überhaupt nicht sein kann, weil die Luft, die da sozusagen beim, wenn er in diese Richtung schwingt, ansaugt, ist auch die Luft, die er wieder auspustet. Wie funktioniert das also? Und das kann man eigentlich sehr schön mit dem Föhn machen. Und zwar ist hier eine Ansaugseite und hier eine Seite, wo rausgepustet wird. Also hier war ja im Prinzip Ansaugen, Rauspusten. Hier ist es halt Ansaugen, Rauspusten. So, und hier ist ein Wattebausch. Und weil man natürlich in der Physik immer nur eine Sache verändern soll, ist das ein Föhn, hier kann ich, wenn ich hier den Knopf drücke, ist die Heizung aus. Das heißt, er pustet wirklich nur. Gut, und jetzt würde ich sagen, probieren wir es mal.
Also, man konnte es eigentlich sehr deutlich sehen. Ich konnte den Wattebausch relativ dicht an die Ansaugseite ranhalten. Der hat sich nicht bewegt. Aber sobald ich ihn hier vor der Seite, wo die Luft rauskommt, hinhalte, ist er sofort weggeflogen. Was ist also der Unterschied? Ist eigentlich relativ einfach. Hier wird die Luft aus allen Seiten angesaugt. Hier wird die Luft in eine Richtung rausgepustet. Der Physiker sagt kohärent dazu. Das heißt, dadurch, dass die Luft hier in einer Richtung rausgeht, ist sie gerichtet, kohärent. Und hier kommt sie von allen Seiten. Wenn ich das jetzt mit dem Lautsprecher sozusagen kombiniere, habe ich tatsächlich die Möglichkeit, Luft in eine Richtung zu bewegen, zu pusten. Und ja, wie gesagt, die Physik hinter dieser App ist echt verblüffend, wie man mit so einem kleinen Trick einen Lautsprecher dazu kriegt, Luft zu pusten. Und deshalb ist die App auch so laut, weil es natürlich wichtig ist, dass das Ding hier ordentlich schwingt. Die interessante Frage ist, man könnte das natürlich jetzt weiter untersuchen, ob die jetzt praktisch eine ideale Frequenz gefunden haben, ob es da einen Unterschied gibt zwischen hohen und tiefen Frequenzen, was die Lautstärke ausmacht und. Da könnte man jetzt noch viele interessante Fragen stellen. Aber summa summarum, sehr coole Idee. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Gerne ein Kommentar oder auch ein Abo oder ein Like, wie auch immer. Coole Geschichte für eine App, die ich wahrscheinlich nie wieder verwenden werde. Aber wie gesagt, Physik kann manchmal sehr interessant sein.